Hallo zusammen, ich begrüße euch alle hier und zu Hause für diesen Online-Talk zum Thema psychische Gesundheit. Freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Stefan Grob. Ich arbeite in den Heimstätten Wiel. Das ist eine Stiftung, die sich vor allem im Bereich der Arbeitsintegration einsetzt. Und ich habe hier eine spannende Runde dabei an Gästen, die alle ihre Erfahrungen und ihr Know-how mitbringen aus dem Bereich der psychischen Gesundheit. Alle haben einen anderen Zugang zu diesem Thema und ich bin sehr gespannt über die Diskussionen, die wir hier führen werden. Kurz, worum es hier eigentlich auch geht und wie diese Runde zustande gekommen ist. Wir sind hier auf Einladung der Interessengemeinschaft Schule trifft Wirtschaft. Das ist ein Netzwerk, das sich zusammengefunden hat aus Wirtschaft, aus Politik, aus Bildung. Und dieses Netzwerk hat eigentlich zum Ziel, Jugendliche in der Volksschule zu befähigen, zu ermächtigen, dass sie einen kompetenten und guten Berufseinstieg schaffen, dass sie gerne lernen und dass sie sich selbstbewusst für die Gesellschaft engagieren können. Und wir haben schon mehrere große Treffen gehabt, das letzte zum Beispiel im letzten Jahr mit rund 80 Vertretern aus eben diesen Bereichen Politik, Wirtschaft und Bildung. Und in diesem letzten Treffen haben sich fünf Handlungsfelder so herausgebildet. Und eines dieser Handlungsfelder ist eben dieses Thema psychische Gesundheit. Und wir wollen heute mit euch zusammen hier dieses Thema ein bisschen mehr beleuchten, ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich möchte zuerst noch, bevor wir richtig in die Diskussion einsteigen, auch einen Dank loswerden. Der erste Dank geht an die Swisscom. Wir sind hier im Swisscom-Gebäude in Zürich und ich möchte Danke sagen, dass wir hier diese Möglichkeit bekommen, auch technisch unterstützt werden und ja, dass wir hier wirklich mit diesem Online-Talk auch live gehen können. Vielen Dank an dieser Stelle. Dann möchte ich auch Rahel Job von Denkweise danken. Sie hat dieses ganze Thema hier lanciert. Sie kann heute leider nicht hier sein. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie. Gut, wie wollen wir diesen Online-Talk gestalten? Kurz, wie der Ablauf sein wird. Zuerst werden wir rund 45 Minuten miteinander diskutieren und dann werden wir auf die Fragen eingehen, die von den Zuschauern kommen. Das heißt, liebe Zuschauenden zu Hause, bitte beteiligt euch, reicht eure Fragen ein und wir werden diese dann kuratieren und entsprechend in die Diskussion einbringen im zweiten Teil dieses Talks. Gut. Wen haben wir eigentlich hier in diesem Online-Talk? Ich möchte nicht jede einzelne Person hier von mir aus vorstellen, sondern ich möchte euch hier die Möglichkeit geben, dass ihr ein, zwei Sätze über euch sagt und vor allem auch kurz erklären könnt, was eure Berührungspunkte mit dem Thema psychische Gesundheit sind. Manu, darf ich bei dir anfangen? Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Manuel Stadtmann. Ich leite das Kompetenzzentrum für psychische Gesundheit an der Ost in St. Gallen. Ich habe dort die Professur für psychische Gesundheit und ich bin dort natürlich im Bereich vom Studium. Wir unterrichten die Themen der psychischen Gesundheit interprofessionell, haben Weiterbildungen, machen natürlich auch Forschung, unter anderem eben auch mit jungen Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und ich habe noch 20% in der klinischen Praxis, wo ich auch noch zum Themenfeld Verknüpfungspunkte habe. Was passiert? Soll ich gerade weiterfahren? Ja, mein Name ist Anastasia Korb. Ich bin Standortleiterin Beratungsdienstleistungen bei der ProEventute und zuständig für die Notrufnummer 147. Die Elternberatung ist bei uns und auch der Peer-Chat. Und wir beraten Kinder und Jugendlichen vertraulich und kostenlos von 0 bis 25, also junge Erwachsene sind auch darunter. Und sie dürfen mit allen Anliegen zu uns kommen, was sie beschäftigt. Und das machen wir per Telefon, per WhatsApp und per E-Mail. Also es ist immer noch die 147, die gibt es ja schon ziemlich lange, oder? Ja, wir werden bald, das wird im März, 25-Jähriges haben. Okay. Danke. Samina. Ich bin Samira, ich bin 24 und aktuell noch in der Lehre zur Grafikerin.
Und ich habe persönliche Erfahrungen mit psychischen Schwierigkeiten. Wirst du uns auch ein bisschen erzählen davon, von diesen Schwierigkeiten? Ja, das, was mir dabei wohl ist, von dem erzähle ich und was ich kenne von meinem Umfeld. Sehr gut, Dankeschön. Ja, besten Dank auch für die Einladung. Mein Name ist Peter Roos, ich bin geschäftsführender Partner vom Büro für Arbeitspsychologie und Organisationsberatung. Wir sind eine Beratungsfirma in Bern und haben verschiedene Schwerpunkte. Ein wichtiger Schwerpunkt ist das Thema BGM, Gesundheit. Und da bin ich in einer Kooperation mit der Gesundheitsförderung Schweiz, mit der Stiftung. Also ich bin heute mit zwei Hüten da, aber vor allem mit dem Gesundheitsförderung Schweiz Hut. Und da habe ich mitgeholfen und bin jetzt auch tätig in diesem Programm Apprentice. Wir bieten da Workshops an, wir bieten Referate an, wenn es darum geht, was können Betriebe tun, was können Berufs- und Praxisführende tun für die Stärkung der psychischen Gesundheit der Lernenden. Und dann haben wir noch Fabian hier. Ja, mein Name ist Fabian Wurschläger. Ich leite das betriebliche Gesundheitsmanagement der MIGO Ostschweiz. Und ja, die Berührungspunkte sind unterschiedlich. Wir haben über 9000 Mitarbeitenden und also inklusive den Lernenden auch. Und die Themen der Prävention bis hin zur Frühintervention, Früherkennung, die Sozialberatung, Wiedereingliederung. Das verantworten wir in unserem Bereich und ja, haben so natürlich, sage ich mal, täglich mit dem Thema psychische Gesundheit auch zu tun. Wow, wirklich eine tolle Runde und ich möchte die Gelegenheit wirklich heute nutzen, euch da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was dieses Thema anbelangt. Und Fabian, du hast es gerade gesagt, 9000 Mitarbeitende. Das hat eine gewisse statistische Relevanz für die Schweiz. Wie steht es denn um die psychische Gesundheit eurer Mitarbeitenden? Ist das ein Thema, psychische Gesundheit? Ja, natürlich. Also ich glaube, jedes Unternehmen, das sagt, es ist kein Thema, würde mich verwundern. Ich denke, bei uns jetzt mit knapp über 9000 Mitarbeitenden. Wir sagen immer so, wir bilden eigentlich die Gesellschaft der Schweiz ab. Also entsprechend ist es natürlich ein Thema. Ist auch gut, ist es ein Thema, dass man versucht, das auch aktiv anzugehen, zu thematisieren und nicht totzuschweigen, weil es ist da und da müssen wir darauf reagieren und versuchen da überall womöglich auch Maßnahmen und Hand zu bieten. Warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Vielleicht auch, was sind denn die Ursachen, dass wir uns so jetzt auch fast inflationär mit diesem Thema psychische Gesundheit auseinandersetzen müssen? Also jetzt vor allem auch, wenn wir ein bisschen auf die jungen Erwachsenen schauen, die sind jetzt immer mehr auch so in den Fokus geraten. Vorher waren es vor allem Erwachsene, man hat über Burnout gesprochen. Jetzt sind es immer mehr junge Leute, die in den Fokus rücken. Warum habt ihr da eine Erklärung, was Ursachen dafür sein könnten? Naja, also ich glaube, das kann man ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also ich glaube, etwas, das ganz sicher wichtig ist und auch sehr richtig, dass man das macht, ist aus der Public Health Perspektive. Das bedeutet, wenn es uns gelingt, dann mit den Jugendlichen frühzeitig sie zu unterstützen, dass Belastungen sich nicht zu Erkrankungen weiterentwickeln, dann ist schon sehr viel für die Gesellschaft gewonnen. Also ich glaube, diese Sichtweise ist wichtig und es ist auch gut, dass wir sensibilisierter darauf schauen. Ich würde auch sagen, seit der Corona-Krise ist man wie mit einer Lupe, hat sich das beschleunigt, was sowieso schon da gewesen ist. Also das ist sicher auch ein Faktor und ich würde auch denken, dass das eine Generationsfrage ist. Also das heißt, vor 30, 40 Jahren war vielleicht die Auseinandersetzung mit dem Themenfeld stigmatisierter, als es jetzt ist. Also es ist immer noch stigmatisiert, wir haben immer noch Schwierigkeiten im Kontext von darüber sprechen und mit wem überhaupt darüber sprechen. Aber ich glaube, es ist so eine multifaktorielle Geschichte. Ich könnte mich da dem Manuel wie anschließen. Also Corona war wie ein Beschleuniger. Also es gab schon vorher statistische Zahlen, die auf die psychische Gesundheit vor allen Dingen von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen hingewiesen haben.
war einfach vielleicht zu wenig auf dem Radar mit den Lockdowns, Schulschließungen, kam das Thema in den Vordergrund und es zeigte sich ja auch, dass die Versorgungslandschaft dem Ganzen auch nicht mehr gerecht werden musste, konnte. Und das haben wir bei uns auch so erlebt. Also wenn wir in den letzten 3-4 Jahren gucken, so ist unser Beratungsaufwand um 70% gestiegen von den Inhalten her. Wir haben viel mehr komplexere Beratung, wir haben viel mehr Krisenintervention. Das heißt, wenn wir bei Blaulichtsorganisation rufen müssen und das eine ist sicher auch eine Generationenfrage. Wir haben da eine Generation, die bereiter ist, sich mit der psychischen Gesundheit auch auseinanderzusetzen, was ich persönlich sehr, sehr gut und wertvoll finde. So ein hoher Anstieg seit Corona feststellbar. Das ist ja nicht nur bei uns, nein, es gibt auch Child Helplines International. Also man hat auch Europa oder weltweit gemerkt, dass da einen Anstieg ist in der psychischen Belastung und auch vor allen Dingen die stationären Bereichen haben das ja auch deutlich gezahlt, Anstieg in den Psychiatrien und so weiter und so fort. Ja. Wobei durch eine kleine Ergänzung aus meiner Perspektive, aus dem klinischen. Man muss auch sagen, dass es viele Angebote gar nicht gab. Also das heißt, Jugendliche wurden auch in Institutionen dann untergebracht, wo die Erwachsenenpsychiatrie ausgerichtet ist. Also da muss man schon auch sagen, dass die Angebote gar nicht bestanden zum Teil. Mhm. Mhm. Wie haben wir das erfahren jetzt im Bereich der Prävention? Genau, also wenn wir so von Belastung, also vom Phänomen der Gesundheit sprechen, dann in der Arbeitspsychologie, aber nicht nur dort sprechen wir häufig von dieser Balance von Belastungen und Ressourcen. Also wir haben Belastungen, alle von uns, und die jungen Menschen haben eben auch eine ziemliche komplexe Belastungen. Also das ist das Alter, also die ganzen Entwicklungsaufgaben, also Erwachsenwerden, Sexualität, Körper, der sich verändert, Identitätsentwicklung. Sie kommen dann aus der Schule und müssen eigentlich eine unheimliche Anpassungsleistung machen. Also so aus der Schule zu kommen und dann in diese Arbeitswelt, das ist einfach, das ist nicht trivial. Das macht etwas mit den jungen Menschen. Und auf der anderen Seite haben wir Ressourcen, wir haben Bewältigungsstrategien. Und ich glaube, ein wichtiger Ansatz, oder was wir jetzt beobachten, ist, dass diese Waage, also dieses Spiel von Belastungen und Ressourcen, das stimmt noch nicht, das ist noch nicht da. Also wie gehen junge Menschen um mit diesen Belastungen? Was haben sie für ein Rüstzeug? Was haben sie für Möglichkeiten? Und ich glaube, wenn diese Balance nicht vorhanden ist, die kann in vielen Fällen noch gar nicht vorhanden sein, dann führt es zu gesundheitlichen Problemen, zu psychischen Problemen auch. Also ich glaube, wir sind wirklich als Gesellschaft, aber auch im Setting Arbeit sind wir angehalten, dass wir die jungen Menschen gut unterstützen, dass sie mit den Belastungen, die einmal einfach auch da sind, die kriegen wir nicht alle weg, aber dass sie einen guten Umgang damit finden. Und da braucht es Angebote und da gibt es auch immer mehr Angebote, denke ich. Und aus der betrieblichen Sicht, glaube ich, muss man schauen, was können Betriebe anbieten, dass diese Waage halt auch nicht in diese Disbalance kommt. Wir werden auf diese Angebote nochmal dann später auch zurückkommen, das finde ich ganz wichtig. Vielleicht zuerst nochmal diese Diskussion über die Ursachen. Also Corona haben wir jetzt gehört. Corona war offensichtlich ein Beschleuniger auch für solche Themen, für solche Fragen. Welche Ursachen habt ihr sonst noch, die euch jetzt aufgefallen sind in eurer Arbeit, vielleicht auch bei euch, weil ihr so viele Leute seht aus unterschiedlichen Branchen auch jetzt bei euch, aus unterschiedlichen Berufen. Gibt es da etwas, das sich herauskristallisieren lässt als Ursache, warum das heute gerade für junge Erwachsene so schwierig ist? Ja, also ich glaube, spannend ist ja das Thema, die Jugendlichen, wenn sie so in die Pubertät kommen, die haben sehr viele Themen. Aber das hatten ja die jetzt älter sind, auch. Also ich glaube, es ist jetzt ein anderer Umgang, ganz klar. Das stellen wir auch fest. Wir haben es schon gehört. Ich glaube, der offene Umgang finde ich sehr schön. Also wir merken beim Lernen, die sprechen darüber. Also was die selber erleben, ob das bei den Eltern ist, bei sich selber. Da gehen sie sehr offen um damit.
Was wir auch feststellen, ist so die Komplexität in der Welt und wie schnell das Ganze passiert. Also das, und dann die virtuelle Welt, wo sie eintauchen. Und ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die eine gewisse Belastung auslösen. Wir haben auch immer wieder so das, ich sag mal so, das Zuhause, oder bin ich zu Hause eingebettet? In was für einer Familie bin ich? In was für einem Umfeld habe ich da Halt? Habe ich da keinen Halt? Stellen wir auch immer wieder fest, dass es auch oft fehlt oder nicht so da ist, wie vielleicht dann das unterstützen könnte. Ja, ich glaube, es sind wirklich unterschiedliche Faktoren, die da zusammenkommen. Ich würde es da nicht auf eins münzen und ja. Das ist das, was du gesagt hast, oder das multifaktoriell, hast du das genannt im wissenschaftlichen Kontext? Ja, also eben wenn man in die Literatur reinguckt, kann man schon einige Risikofaktoren identifizieren, genauso wie Schutzfaktoren. Da kriegt man einen Überblick. Ich möchte jetzt auch nicht alle ausführen, aber ich glaube schon etwas, das zentral ist. Und das ist auch von der WHO, ist das vor einigen Jahren als einer der größten Risikofaktoren grundsätzlich Stress. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Stresssituationen, wo die Jugendlichen jetzt auch konfrontiert sind, wo vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten anders gewesen ist, das ist schon wirklich anders. Und da ist die Qualität auch anders. Ich glaube, viele von uns in einer anderen Lebensphase, sage ich mal, werden das ja auch merken, dass die Anforderungen steigen. Und wir hatten vielleicht auch eine andere Grundlage, um uns zu festigen. Ne? Also ich glaube, das sollte man schon nicht unterschätzen. Also Stress. Samira, du hast ja Kontakt zu vielen jungen Leuten, kennst auch viele junge Leute mit psychischen Schwierigkeiten. Was ist so aus deiner Erfahrung heraus, so, was sind so Punkte, die du immer wieder antriffst, die Kolleginnen und Kollegen von dir immer wieder sagen, was beschäftigt euch junge Leute? Es ist halt schon die sozialen Netzwerke, die moderne Welt. Es funktioniert alles so schnell und es hat so viele Reize und es steigen immer mehr die Anforderungen, die Preise, die Inflation. Es wird alles überfordernd, besonders für Menschen, die neurodivers sind. Und ich denke, das ist auch der Grund, wieso mehr Leute mit ADHS und Autismus diagnostiziert werden, weil das jetzt mehr zum Vorschein kommt, wenn man neurodivers ist, auch wenn man vielleicht nur nicht ganz am Ende vom Spektrum ist. Einfach weil es überall Reize hat, alles funktioniert schnell, überall Werbung, überall digital. Man muss immer dabei sein, man muss über alles Bescheid wissen und das ist einfach Überforderung für unsere Gehirne. Ich denke, das ist der Hauptgrund. So empfinde ich es für mich selber, aber auch für meine Freunde und mein Umfeld. Mhm. Vielleicht ganz schnell noch neurodivers hast du genannt. Ich weiß nicht, ob alle den Begriff kennen. Ja. Kannst du das vielleicht kurz erklären, was das bedeutet? Neurodiversität, ja. Also neurotypisch ist eigentlich ein Durchschnittsmensch und Neurodiversität ist, wenn man zum Beispiel ein Autismus oder ADHS diagnostiziert hat. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Es ist einfach, dass man ein bisschen anders funktioniert und soziale Signale weniger gut deuten kann, dass man stärker auf Reize reagiert. So ist es jedenfalls bei mir. Ich habe das ADS, jetzt wird es einfach als ADHS betitelt, habe ich diagnostiziert bekommen und bei mir zeigt sich vor allem durch eben die sozialen Signale, durch die Reize, durch Konzentration, die eingeschränkt werden kann, wenn es besonders viel Reize um mich herum hat. Ja. Gut, also neurodivers und neurotypisch, das sind die zwei Dimensionen. Ja, genau. Und beides ist eigentlich ein Spektrum. Ja, sozusagen, ja. Also ich bin kein Experte, aber das ist meine Erfahrung. Ja. Dann wolltest du alles. Ja, ich finde das sehr, sehr gut, was Samira da geäußert hat, weil das erleben wir in der Beratung eben tatsächlich ganz, ganz oft. Also wir reden da auch von einer Multikrise innerhalb der Problematik, dass verschiedene Krisen aufeinander gefolgt sind. Also wir haben die Thema Klimakrise, wir haben dann Corona-Pandemie, danach brach der Ukraine-Krieg aus, jetzt haben wir den Konflikt in Gaza. Und dadurch ist natürlich die Umwelt auch, wie unsicher
geworden. Und ich glaube, der Unterschied ist vielleicht zu meiner Generation, ich bin völlig analog aufgewachsen, es ist auch wie viel Nähe. Durch die sozialen Medien, durch die Medien allgemein, bekommen halt Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene auch viel mehr Informationen. Also meine Eltern haben um 8 irgendwann die Tagesschau geguckt, das war's. Und danach haben sie vielleicht auch irgendwie den Fernseher abgestellt, falls dort Bilder waren, die nicht für mich bestimmt waren. Und heute ist die Welt verbunden auch durch die digitalen Medien und Kinder und Jugendlichen können da natürlich Unsicherheiten beobachten. Und ich glaube auch nicht nur, dass es ein Problem der jungen Erwachsenen ist, sondern es betrifft die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, wir haben viele Themen in letzter Zeit gehabt, die auch uns Erwachsene verunsichert haben und junge Menschen sind ja eigentlich nur ein Spiegelbild von dem, was wir ja auch erleben und haben etwa weniger Bewältigungsstrategien vielleicht erlernt, wie wir. Deswegen kann ich Samira sehr gut nachvollziehen, dass es manchmal einfach alles zu viel ist. Ja, aber es zeigt sich schon auch ein bisschen diese digitalen Technologien, soziale Medien. Ich glaube, das hört man oft, dass das ein Thema ist. Aber ist es nicht ein bisschen zu einfach nur jetzt zu sagen, ja, diese böse Technologie, wir sind hier im Swisscom-Gebäude, müssen aufpassen, was wir sagen. Ist es einfach die Technologie der Übeltäter, dann wäre ja die Lösung, ja, wir machen einfach ein bisschen mehr Medienkompetenz und dann kriegen wir das alles in den Griff. Was meint ihr dazu? Wolltest du was sagen? Nein, ich ticke grundsätzlich so. Ich glaube, es ist nicht immer ganz weise, wenn man etwas aufhängt und sagt, das ist schuld und in meinen Augen ist Technologie einfach ein Tool und die Frage ist, wie geht man damit um? Ne? Und ich hatte vor ein paar Wochen wirklich eine interessante Diskussion mit einem anderen Kollegen aus einem anderen Setting und da kam wirklich so die Frage nach Medienkompetenz. Und ich stelle mich dann schon die Frage, ja, natürlich ist das Medienkompetenz, das könnte ein Teil sein. Wir diskutieren ja immer über Schulbildung, die ist vielleicht ein wenig veraltet von den Strukturen. Was braucht es für neue Skills im neuen Lebensumfeld für die Zukunft von jungen Menschen? Aber ich würde eben schon sagen, das muss man differenzierter anschauen, das ist nur ein Tool. Schlussendlich kann das unterstützend sein, aber das ist natürlich keine Lösung. Ich habe ja, wenn ich diese Workshops mache mit den Berufs- und Praxisbildenden, kommt sehr häufig auch die Diskussion der Generation, also eben die Jungen. Ne? Und dann gibt es manchmal, wenn ich das nicht stoppe, gibt es so eine Dynamik und das kann in die Richtung gehen, ja, die heutige Jugend, die sind nicht mehr belastbar, wir waren noch ganz anders früher und so. Und ich merke schon, jetzt nicht bei allen, aber irgendwie gibt es schon viele auch, die so ein Bild haben der Jugend. Und mit dieser Generation Z-Frage, ich bin da gar nicht so Fan, weil das etwas unheimlich Stigmatisierendes hat und häufig ist es dann irgendwie auch noch negativ, weil das Positive lässt man weg. Also das Bashing ein bisschen auch von Generationen finde ich sehr, sehr problematisch eigentlich. Aber es ist interessant, wenn man dann sagt, ja gut, was habt ihr für Möglichkeiten, wenn jetzt die Generation wirklich so ist, nicht mehr belastbar und so weiter, was haben wir für Möglichkeiten? Eigentlich wenig. Wir haben genau die jungen Leute, die wir haben. Die sind so, wie sie sind, weil wir so sind. Ja, warum ist eine Generation so, wie sie ist? Und unsere Aufgabe als Gesellschaft, aber auch als Betrieb ist da, was können wir für Angebote machen, mit diesen jungen Menschen eben auch einen möglichst guten Weg zu gehen, sie möglichst gut zu unterstützen. Das ist eigentlich die Aufgabe. So dieser Energieverlust, sich auch aufregen und wie die heutigen Jungen sind, das finde ich überhaupt nicht zielführend, eigentlich bringt nichts. War das nicht schon immer so? Ich rede genau das Gleiche. Das sage ich dann jeweils. Ja, wir haben ja immer die Eltern haben über die Jungen, wie die Generation nicht mehr. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, aber ich frage mich dann nur, dann ist natürlich, kann man das im Umkehrschluss ja auch fragen. Wenn das schon immer so war, dann muss man vielleicht auch versuchen, die andere Sichtweise ein wenig besser zu verstehen und einzuordnen. Also welche die von der Jugend? Nein, das ist klar, also ja, von den älteren Menschen, die auch eine bestimmte Erfahrung mit sich bringen. So. Ich würde das auch ganz, ganz anders betrachten. Also ich würde mir wirklich Sorgen machen, wenn die Jugend keine Reibungsfläche mehr bietet. Genau. Also die Reibungsfläche, die sie seit Jahrhunderten, Jahrzehnten wie auch immer bietet, die finde ich ja sehr, sehr wichtig, dass jede Generation sich wiederum abgrenzt und so entsteht ja auch Entwicklung und so weiter und so fort. Und deswegen
finde ich einfach als Gegenargument wirklich, ist meine Position dahinter, wenn es das nicht mehr geben würde und wenn sie nicht schneller würden, wenn sie nicht, wir werden nie so schnell sein in den Social-Media-Kanälen, also kaum sind wir da, sind sie woanders in dem Bereich. Und daher finde ich, das ist auch legitim zu sagen, hey, die Jugend muss einfach anders denken als wir. Also die Diskussion ist ja auch ein bisschen widersprüchlich, oder? Einerseits, also wenn wir jetzt über die Generation Z sprechen, ich will die Diskussion nicht zu lange über die Generation Z, über das Thema laufen lassen, aber es ist ja widersprüchlich, weil man einerseits sagt, die können ja alles mit ihren digitalen Tools, immer online und kapieren alles und sind viel, viel schneller als wir Alten. Aber andererseits sagt man dann auch, ja, es sind genau diese Tools, die sie eben, mit denen sie dann nicht umgehen können, die sie nicht handeln können im Kopf. Also das ist irgendwie widersprüchlich, oder? Mhm. Aber ich möchte eigentlich wieder einen Schritt weitergehen. Wir haben so ein bisschen die Ursachen jetzt angeschaut. Ich glaube, da zeigt sich schon, also soziale Medien und digitale Technologien sind sicher, spielen irgendwo eine Rolle. Dann Covid haben wir gesagt. Was gibt es noch etwas, das wir vergessen haben? Also wo man vielleicht, Manuel, du hast die ganze Übersicht auch über diese Risikofaktoren. Was ist etwas, das man in der Regel vergisst, aber trotzdem auch ein Element dieses Themas sein kann, das man gar nicht unbedingt so auf dem Radar hat? Ich glaube nicht, dass man es vergisst, aber ich glaube, dass das vielleicht noch zu wenig Raum hat. Und zwar würde ich gerne zwei Perspektiven einbringen. Auf der anderen Seite die Strukturen, wo wir uns als Gesellschaft befinden, wo sehr starr sind. Und die Frage kann auch geworfen werden, ob die immer noch gerecht sind im Sinn von Bildung von jungen Menschen, sei das jetzt in der Schule oder in einer Berufsfachschule. Beispiel, man lernt viele Dinge, über die man darüber nachdenken kann, brauche ich die tatsächlich für meine berufliche Zukunft oder nicht? Und ich sage, da gibt es ganz viele, das braucht man einfach nicht. Trotzdem wird das von den jungen Menschen verlangt. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Und zwar diese subjektive Selbstwirksamkeitserwartung einerseits, aber die Selbstwirksamkeit grundsätzlich. Also das heißt, wenn ich mit Dingen konfrontiert bin, wo ich nicht einordnen kann, was hat das für mich für einen Sinn und warum muss ich das machen, dann wird das eine gewisse Diskrepanz, wo man natürlich schon auch zu anderen Folgen führen kann. Und das, glaube ich, ist schon etwas, wo doch einiges gemacht werden könnte. Oh, ein wichtiges Thema, die Sinnfrage in der Schule auch. Ja, nicht nur in der Schule, ich glaube auch in der Berufsausbildung, dann würde ich jetzt aus den Untersuchungen, die wir gemacht haben, nicht unbedingt rausnehmen. Okay. Kurz noch der Hinweis an die Zuschauenden zu Hause, bitte nutzt die Gelegenheit und stellt eure Fragen. Danke. Also Samira, da kannst du vielleicht etwas dazu sagen, wenn es jetzt wirklich darum geht, wie sinnvoll sind die Sachen, die man in der Schule lernt? Beschäftigt einen das, wenn man so in diesem Übergang ist, Schule, Beruf, die Themen, die man dann im Job lernt, in der Lehre, sind das Sachen, die euch beschäftigen? Ist das sinnvoll, was ich überhaupt mache? Ja, also wir haben uns mal ständig gefragt, wieso das Sinn macht, das alles zu lernen, weil die meisten von uns nachher etwas ganz anderes gemacht haben. Vor allem ich als Grafikerin, das meiste, das ich gelernt habe, brauchte ich kein bisschen. Also nicht mal Mathematik musste ich lernen. Und ja, dann haben wir uns oft darüber Gedanken gemacht, dass es viel zu viel ist. Und ich habe das Gefühl, es wird auch immer mehr mit der Zeit. Bei mir ist es jetzt schon länger her, seitdem ich in der Schule bin, im Vergleich zu den Jungen, die jetzt noch in der Schule sind. Aber schon dazumal bei mir war es wie zu viel. Und ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, vor allem wenn ich beobachte, dass die Ausbildungen immer länger werden. Und immer mehr muss man wissen bei gewissen Fachberufen. Zum Beispiel meine Mutter, die macht Kindergärtnerin, die hat dazumal eine simple Lehre machen können. Und meine Schwester, die jetzt das Gleiche machen will, muss irgendwie mehrere Abschlüsse haben, Matura, Bachelorarbeit, ja, alles Mögliche, welches meine Mutter gar nie lernen musste, sozusagen. Das ist einfach, was ich beobachte. Ja. Hast du die Schule als belastend empfunden und denkst du, dass das hat bei dir gewisse Sachen dann in Entwicklung gebracht? Ja, schon enorm, aber ich denke, das hat nicht alles mit dem Schulsystem zu tun, sondern auch einfach, wenn Junge untereinander sind,
Und das kommt, glaube ich, auch auf die Region drauf an. Dort, wo ich aufgewachsen bin, war es ein bisschen ja, heruntergekommen auf eine Art, weil dort waren viele gebrochene Familien in der Umgebung und dann gab es auch viel Mobbing und Cybermobbing sogar. Also wo ich in der Schule war, war wie Social Media etwas Neues. Facebook kam eigentlich auch, als ich in der Mittelstufe war und ja, das war vor allem ja, im Umlauf und im Schulsystem fühlte man sich einfach nicht sehr verstanden. Irgendwie waren auch die Lehrer ein bisschen, ja, hatten ihre Probleme und dann gab es auch ständig Gerüchte, dass gewisse Lehrer im Gefängnis waren und so weiter und so fort. Das war ein bisschen ein ja, Ghetto. Ja. Aber ich denke nicht, dass das alles am Schulsystem liegt, einfach auch ja, an der Region und dem Umfeld und ja. Wie ist das bei euren Lernenden? Beklagen die sich über die Schule, über die Sinnhaftigkeit, was sie alles lernen müssen und belastet sie das? Ist das Stress für sie? Ja, ich glaube, die Sinnfrage, ich würde es jetzt aber auch nicht nur auf die Lernenden, also ich glaube, die Sinnfrage hat sich in der Gesellschaft sowieso, sag ich mal, vermehrt. Also das hört man oft. Ja, bei den Lernenden, man merkt es natürlich schon, also dass es da auch teils Unterstützung braucht während der Lehre für die Schule. Das versuchen wir auch so gut wie möglich dann natürlich zu bieten, dass man sie durch die Schule, sage ich mal, begleitet, weil arbeiten können die teils dann sehr gut. Also dann blühen sie auf, wenn sie da ihre Arbeit nachgehen können. Und ja, die Schule, ich denke, das ist unterschiedlich. Es gibt verschiedene Typen, auch in verschiedenen Branchen, wie sie damit auch umgehen. Ja, und wir haben es schon gehört, oder? Ich glaube auch die Jungen untereinander. Also bin ich in einer Gruppe drin, die sich unterstützt und das Positive rauszieht. Oder haben sie so eine Abwärtsspirale, dann wird es dann auch schwierig. Ja, braucht es. Da ist dann auch mehr Unterstützung. Aber aus Sicht der Berufs- und Praxisbildner, also vom Betrieb, die sind in einem Spannungsfeld. Einerseits müssen sie die Jungen in eine Abschlussprüfung durchkriegen, ja, und da gibt es Anforderungen. Und es gibt auch betriebliche Rahmenbedingungen. Also teilweise, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, teilweise müssen die Lehrenden schon so funktionieren, wie wenn sie fertig ausgebildet werden. Es hat nicht mehr diese Qualität von Fehler machen dürfen, Fehlerkultur ausprobieren. Und das finde ich ein großes Risiko. Also das eine ist Sinnhaftigkeit, das andere ist, wie sind die Rahmenbedingungen gestaltet. Und da gibt es ganz tolle Beispiele, ja, wie die das gut machen. Und es gibt eben auch Beispiele, wo man sieht, ja gut, das ist so, die Aufgaben, wie das Ganze strukturiert ist, ist so auch langweilig, das ist nicht jugendgerecht. Und da gibt es, denke ich, schon Entwicklungspotenzial, jetzt aus dieser Berufsbildungssicht. Ganz viele tolle Beispiele und doch auch bei vielen auch noch Verbesserungspotenzial. Aber was ist denn genau jugendgerecht? Also wie sollte man das denn richtig machen? Also Tipps sind immer schwierig. Aber ich glaube schon, wie kann Lernen stattfinden? Wie werden Aufgaben gestaltet? Wie können die miteinander haben, zum Beispiel an Projekten arbeiten, solche Dinge? Viel Handlungsspielraum, viel selber ausprobieren können. Ich glaube, das wären schon wichtige Dinge, die den jungen Menschen auch entgegenkommen würden. Wenn die alles sozusagen nach Vorschrift machen, wenn die Handlungsspielräume sehr klein sind, wenn die Aufgaben immer vorgekaut schon sind, dann erachte ich, dass das nicht entsprechend für die ist. Gut, und das ist ein Risiko. Ja. Also ich glaube, wenn ich da kurz darf, ich habe das ist ein Thema auch die, sag mal, die Anforderungen allgemein. Also ich sag, die Wirtschaft bewegt sich auch in einem, sag ich mal, ja, Spannungsfeld drin. Und da ist, denke ich, schon das Risiko da, dass wenn Lernende kommen, dass sie gleich als vollwertig angesehen werden und gleich das Ganze machen sollten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch als Unternehmen, als Vorgesetzter, das ist immer schwierig. Ich habe nie
noch ein Haufen Zeit für den Lernenden, ihm das zu erklären, bei ihm zu sein, mich mit ihm auszutauschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da versucht, die Zeit freizuschaffen. Es braucht einfach Zeit, auch um Vertrauen zu schaffen. Und das Vertrauen dann auch bietet dann auch wieder die Tür zu öffnen, wenn es mir nicht gut geht. Genau. Vielleicht, ich mache immer eine Skalierung mit den Workshop-Teilnehmenden. Wie viel Zeit habt ihr für diese Berufsbildungsaufgabe? Was genau das? Das ist ein Riesenstreuen. Wir haben Leute, die haben sehr gut Zeit, ja? Je nach Struktur, je nachdem, was die Berufsbildung auch für einen Stellenwert hat, das finde ich wichtig. Und wir haben Berufs- und Praxisbildner, die haben keine Zeit. Die machen das noch by the way, so zu allen anderen Aufgaben. Das ist auch ein Risiko. Also ich würde das sehr unterstützen, wenn man Berufsbildung macht. Mit diesen Herausforderungen, die wir jetzt gesehen haben, brauchen die Leute genügend zeitliche Ressourcen. Da ist noch kein Garant, aber genug Zeit zu haben, ist schon mal eine gute Voraussetzung. Man sagt das mal einem KMU. Genau, ja, die sind in diesen Workshops, genau. Also ich sage dann immer, kämpft um eure Ressourcen, aber das ist nicht so einfach. Genau. Wenn so die Wirtschaftlichkeit so stark im Vordergrund steht. Ja, genau. Also bei euch jetzt, bei Juventude und in 147, hast du auch oder habt ihr auch solche Themen, dass es heißt, ja, der Berufsbildner hat keine Zeit für mich, ich werde alleine gelassen oder ich kann nicht die Arbeit machen, die mir eigentlich Spaß machen würde im Betrieb und das finde ich schwierig, das belastet mich. Mhm. Ja, wir haben alles querbeet. Also einfach möchte ich schnell vorne nochmal anschließen. Man darf ja auch da jetzt nicht schwarz malen. Wir haben ja ganz viele junge Menschen, die wunderbar durch die Schule, durch die Berufslaufbahn kommen, durch die Studien. Also wir haben auch da eine gesunde Jugend. Die sind ja jetzt nicht alle plötzlich krank. Ja? Wir haben einfach einen Teil von Kindern und Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die vielleicht nicht im selben Maß die Bewältigung schaffen können. Und in der Beratung erlebe ich Verschiedenes. Also es geht ja schon mal da los, dass man den Mut haben muss, um den Lehrer, den Berufsbildner oder wen auch immer sich anzuvertrauen. Also du hast es vorhin angeschnitten, es wurde schon entstigmatisiert, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein müssten in dem Bereich. Das heißt, wir versuchen erstmal überhaupt mal zu gucken, hey, was hast du denn schon gemacht und den Mut aufzubauen, überhaupt das zu erkennen, indem man schon bestärkt, das ist ja gut, dass ihr schon bei uns angerufen habt, weil das ist ja ein Teil der Erkenntnis. Und ansonsten treffen wir alles von nicht begleitet bis über überfordert, bis über vielleicht habe ich meine Problematiken woanders, die sind vielleicht zu Hause oder in der psychischen Gesundheit. Und ich kriege das nicht auf die Kette im Lehrbetrieb, aber ich kann es auch wenig sagen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da müssen sich sowohl die Schulen als auch die Lehrbetriebe auch ein Bekenntnis zu der psychischen Gesundheit geben. Und wenn diese kulturell verankert sein könnte, wäre das, glaube ich, auch einfacher für die jungen Menschen, sich anzuvertrauen. Ihr habt ja bei euch jetzt nicht nur die Beratung über das 147, sondern ihr habt auch eine Peer-to-Peer-Unterstützung. Und das heißt, das sind dann selbst Betroffene, die die Beratung machen. Kannst du vielleicht dazu was sagen, wie das funktioniert und wie auch die Resonanz dazu ist? Ja, sehr gut. Ja, man weiß ja auch aus der Forschung, Peer-Ansätze funktionieren meistens sehr, sehr gut. Und der Peer-Chat funktioniert bei uns so, dass es junge Erwachsene sind, 17 bis 25, sind dort tätig, wo andere Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene beraten. Sie haben Avatare und erzählen eigentlich über ihre Erfahrung. Also, dass sie zum Beispiel Schwierigkeiten hatten im Elternhaus oder dass sie Schwierigkeiten hatten in der psychischen Gesundheit. Und so erkennen sich ja Jugendliche wiederum in den Avataren, kommen so ins Gespräch. Und selbstverständlich machen die das nicht alleine, sondern wir begleiten sie immer. Da gibt es immer eine Psychologin oder einen Psychologen, der das Ganze auch überwacht, sodass auch sie zu uns bleiben. Und sie werden auch geschult und begleitet in dem Programm. Ja. Spannend. Hast du auch schon Erfahrung, Samira, mit Peer-to-Peer? Jetzt vielleicht nicht gerade Beratung, aber ich meine, du kennst viele Selbstbetroffene. Bist du da manchmal auch in der Situation, dass du Tipps gibst und versuchst zu helfen?
Ja, also ich persönlich schon. Ich bin auch oft eine Ansprechpartnerin für viele von meinem Umfeld und viele von meinen Freunden, da ich auch viel an meiner Selbstreflexion arbeite. Und ich beobachte es auch, dass wir sehr aufeinander stützen. Also ich nehme meinem Alter mehr als ein bisschen mehr auf andere Mitschüler oder Gespänle als auf Autoritäten. Mir fällt einfach auf, dass Menschen in meinem Alter Schwierigkeiten haben, Autorität zu vertrauen. Also Menschen, die über ihnen stehen und die wenden sich viel lieber an Mitarbeitende oder andere Lernende als auf Autoritäten, einfach weil so ein gewisses Misstrauen dort ist. Ja, so beobachte ich es. Ja, also das ist ja sehr wertvoll. Also diese Unterstützung untereinander auch. Ja, ja. Manchmal ist das Thema psychische Gesundheit ein bisschen schwer. Also es geht ja bis zum Suizid zum Teil. Also auch das ist ein Thema. Samira, hast du aber auch schon lustige Sachen erlebt? Also oder komische Situationen, die jetzt eben gar nicht so tragisch sind, sondern einfach irgendwie für dich auch lustig waren im Zusammenhang mit deinen Schwierigkeiten, die du hast. Gibt es das auch? Lustige Momente? Oder ist alles immer nur schwierig? Nein, also es kommt darauf an, welche Schwierigkeiten. Also ich persönlich gehe am meisten mit Humor damit um, mit meinen Schwierigkeiten. Und viele der Leute in meinem Umfeld verstehen auch diesen Humor. Und wenn es zum Beispiel um die Neurodiversität geht, das ist für mich nicht wirklich eine Krankheit, sondern mehr einfach mein Hirn, das ein bisschen anders ist. Und ja, ich habe meine eigenen, Quirks, die viele andere Menschen auch haben, die neurodivers sind. Und wir haben Spaß daran und das macht uns einzigartig und ja. So eine gewisse Selbstironie auch manchmal. Ja, genau, ja. Man muss nicht alles so ernst nehmen. Ja, genau. Ja. Und viele, ich habe auch beobachtet, wie viele das mittlerweile einfach annehmen an sich, wenn sie das haben, statt versuchen, das zu unterdrücken. Auch ich habe mich dort sehr verändert. Früher habe ich versucht, alles zu maskieren hinter einer Maske. Und jetzt ist mir eigentlich egal, ob das Menschen falsch interpretieren, weil es gehört zu mir und so beobachte ich es auch bei anderen in meinem Alter, die gleichen Schwierigkeiten haben oder beziehungsweise einfach neurodivers sind. Ja. Und wie möchtest du, dass man mit dir umgeht? So? Wie man mit jedem Menschen umgehen würde. Also ich finde nicht, dass man irgendwie mit uns auf Eierschalen laufen muss oder sonst irgendwas. Das empfinde ich eher als lächerlich machend. Als würde man ein bisschen lächerlich gemacht werden, wenn man mit uns umgeht. Das wären wir so auf eine Art Kinder, die Hilfe brauchen, dringend Hilfe brauchen. Wir brauchen eigentlich nur, dass man unsere Grenzen respektiert und dass man akzeptiert, dass wir anders funktionieren in gewissen Bereichen. Es ist nicht so, dass wir einfach komplett hilflos werden. Wir brauchen einfach unsere Möglichkeit, wie wir selbst uns auch helfen können, weil viele von uns haben schon unsere Methoden, wie wir mit allem klarkommen. Also es kommt darauf an, auf welche Schwierigkeiten. Wenn es eine Depression ist, dann braucht man natürlich schon Hilfe. Aber eben auch dort am besten ist, wenn man mit einem gegenüber redet und nicht zu fest auf Eierschalen auf den Versuch. Das kommt dann einfach schnell rüber, als würde man nicht ernst genommen werden. Ja. Eine ganz wichtige Message, oder? Ganz schön, wie du das gesagt hast. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, dass wir wissen sollen, wie wir umgehen mit Menschen, die eben psychische Schwierigkeiten haben. Finde ich ganz wichtig. Wie erfahrt ihr das bei euch? Vielleicht habt ihr in eurem Umfeld auch schon jemanden gehabt, der psychische Schwierigkeiten hatte. Gab es auch so ein Statement, hey, ihr könnt ihn voll ganz normal mit mir umgehen? Oder wie sind diese Personen dann auf euch zugegangen in dieser Situation? Habt ihr persönliche Erlebnisse in diesem Bereich?
Ja, also persönlich professionell natürlich. Ich glaube, am Anfang vom ersten Praktikum im Studium, da war ich schon an einem ganz anderen Ort. Ne? Und da hat man, ich möchte nicht sagen Berührungsängste, aber schon eine gewisse Erfahrung, die dann fehlt. Und dann kommt schon, ich habe es schon auch gehört, dass man sagt, ja, also Sie müssen jetzt nicht übervorsichtig sein, wir können normal miteinander reden. Und das ist etwas, was ich über die Jahre wirklich versucht habe zu verinnerlichen, dass gegenüber sitzt ein Mensch mit Schwierigkeiten und dieser Ansatz dann zu verfolgen. Aber ja, ich habe schon, beruflich habe ich es schon erlebt, ja. Von meiner Perspektive. Ich denke gerade nach, möchte das nicht so verallgemeinern, aber ich glaube, ganz vielen geht es so, egal ob man jetzt einen professionellen Kontext hat oder nicht, es braucht auch ein bisschen Mut. Es braucht ein bisschen Mut, auch anzusprechen oder auch sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist die Message auch dahinter gewesen, die Hemmschwelle da auch nicht zu haben und das zu tabuisieren, sondern auch vielleicht transparent zu machen. Ich habe gerade Schwierigkeiten und könntest du mir helfen, was dir denn jetzt gerade helfen würde, weil ich das für mich nicht einordnen kann. Ich glaube, das Gefühl kennen ganz viele Menschen, dass man vielleicht etwas beobachtet oder etwas spürt, was man vielleicht nicht gerade sofort einordnen kann. Ja, genau. Da würde ich aber gerne noch etwas anfügen und ich weiß nicht, ob ich das so verstehen darf oder du etwas anderes gesagt hast, weil das bewegt mich schon. Also ich muss etwas schon damit diskutieren und zwar, wenn ich dann gewisse Entwicklungen dann sehe, ne, wo man sich dann positioniert, vielleicht auch mit TikTok-Videos versucht, etwas darzustellen und dann etwas vor sich hinschiebt, das vielleicht gar nicht auf einen zutrifft, sondern ein einfaches Erklärungsmodell ist. Ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht. Und damit möchte ich nur sagen, man muss nicht in die Pathologisierung reingehen. Ab und zu sind das einfach Schwierigkeiten, die jeder Mensch hat. Und man muss sich nicht eine Diagnose suchen oder was auch immer, um ein Erklärungsmodell zu finden. Ich glaube, das ist ich möchte nicht sagen, ein Trend, aber das ist momentan heutzutage eine Gefahr für einige, wo das nicht differenzieren können, verwundern auch. Und die zweite Schwierigkeit sehe ich dann auch, dass sich viele im Feld bewegen, wo sagen, sie sind Coaches, Mental Health Coaches und keine Ahnung was, wo dann einfach einen anderen Hintergrund haben, muss ja nicht mal bösartig sein, aber der Schaden, der durch das angerichtet wird, ist schon. Ja, da gebe ich dir auch absolut. Da möchte ich gerne noch aus dieser betrieblichen Sicht, also was häufig das Thema ist von Berufs- und Praxisbildenden, ab wann ist etwas nicht mehr gut? Ja? Und das ist genau, ist ja nicht schwarz und weiß, das ist ja so ein Kontinuum. Und das bearbeiten wir sehr stark. Also sie sollen auch selber mit diesen jungen Menschen umgehen. Sie sollen, die Früherkennung ist etwas ganz Wichtiges, aber woran erkennt man, dass sich etwas nicht so gut entwickelt? Und wir sagen immer, ihr könnt selber viel, aber ihr müsst auch merken, wo hört mein professioneller Rahmen auf? Weil dann haben wir Leute, die so wirklich sich als Psychologen ausgeben oder was als Therapeut und das ist sehr gefährlich. Also ich glaube, es ist sinnvoll, ich weiß nicht, wie ihr das bei euch habt, dass die Berufs- und Praxisbildenden vieles auch selber tun können, sie mutig sind, dann aber auch merken, jetzt hört mein Garten hört jetzt auf und dann ist eben genau im KMUs das Problem, wenn ich nur eine Lern oder zwei habe und keine Strukturen, wie jetzt vielleicht eine große Firma, dann müssen die wissen, was mache ich jetzt. Und der Austausch vielleicht mit auch externen Personen, dass sie nicht zu lange warten. Also wir sehen aus Befragungen auch, sie warten zu lange. Sie versuchen es selber zu tun und dann warten sie zu lange. Also ich würde sagen, und das, was auch wirklich geht und holt auch externe Unterstützung, Sparring auch, du, ich habe das und das beobachtet, was heißt das genau? Also nicht zu lange warten. Und ich weiß nicht, ihr habt vielleicht diese internen Angebote, oder auch für die? Ja, wir versuchen beides anzubieten. Mhm. Also interne Angebote wie externe, damit sie selber für sich schauen können, was ist mir angenehmer. Möchte ich das innerhalb vom Unternehmen oder möchte ich doch irgendwo extern? Mhm. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Teil der Berufsbildung. Wir haben jetzt auch die ganzen Lernenden, also sie haben so einen Welcome Day bei uns, einen Einführungstag. Und da ist wirklich ein halber Tag davon geht es wirklich nur rein um die psychische Gesundheit. Also wie schaue ich zu mir selber? Wie erkenne ich es bei mir selber? Auf wen kann ich zugehen? Wie erkenne ich es vielleicht auch bei meinem Kollegen, Lernenden, Sie, wo ja auch viel miteinander da sind? Wo sind Anlaufstellen? Wo kann ich mich hinwenden? Und versuchen auch da Hand zu bieten und auch das Tabu zu brechen oder ihnen zu zeigen, bei uns darf man über das sprechen, man darf es ansprechen, wenn es einem nicht gut geht. Mhm.
Und dasselbe auch bei den Berufsbildnern, die müssen das ja dann auch auffangen, wenn dann jemand kommt. Und da ist schon spannend. Also ich glaube, vielleicht auch die Generation, wenn ich anders aufwachsen, ist es etwas Ungewohntes. Das kann auch Unsicherheit auslösen und dann vielleicht auch eine Abwehrhaltung. Und da versuchen wir ihnen auch mitzugeben, oder, dass sie nichts falsch machen können. Oder? Das einzig Falsche ist, wegzuschauen, nicht anzusprechen. Ja. Oder? Und das ist so, ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr es anspricht, dass ihr das Gefühl habt, geht es dir wirklich gut, hat sich was verändert, dann spricht es an. Und auch ihnen die Unterstützung geben. Also da haben wir jetzt auch alle geschult, befähigt, die Berufsbildenden, dass sie auch das wirklich machen und sich bei uns lieber einmal zu viel als zu wenig melden, wenn sie sich nicht sicher sind, oder? Muss ich jetzt da handeln oder nicht? Soll ich jetzt? Und wir üben auch die Gesprächsführung. Weil ich glaube, das ist das, oder erkennen ist noch so, ja. Und wenn du danach fragst, ich wusste jetzt nicht, was ich sagen soll, oder? Und ich glaube, diese Hürde abzubauen. Und da versuchen wir in der Gesprächsführung zu üben, zu motivieren. Das ist natürlich super, dass ihr dieses Angebot habt. Und da, das ist natürlich für euch und für eure Berufsbildnerinnen sehr gut. Aber eben ein KMU. Du hast vorhin gesagt, sie sollen sich dann externe Hilfe holen. Ja. Wohin wenden Sie sich denn? Das schauen wir an, was gibt es für Möglichkeiten, das ist ja auch regional unterschiedlich. Aber die Idee ist, dass Sie schon vorher so ein Netz im Kopf haben, vielleicht schon Beziehungen geknüpft mit solchen Stellen, damit im Fall der Fälle, dass das eben dann auch funktioniert. Ich möchte noch eine Bemerkung machen. Viele kommen und sagen, nicht nur wir als Berufs- und Praxisbildende sollten ein Sensorium haben, sondern eigentlich müssten wir alle, die ganze Belegschaft, in diese Kurse schicken. Da steckt ja dahinter, ja, das Klima, der Umgang auch mit den jungen Menschen, all der ganzen Belegschaft ist eben ein wichtiger Faktor. Und es gibt Branchen, es gibt Organisationen, das ist eine sehr raue Kultur. Also da muss man dann als junger Mensch dann auch zuerst einmal damit klarkommen. Gut, ich glaube, jetzt können wir mal schauen, wie es aussieht mit Fragen aus dem Publikum. Wir hören hier noch ein Echo. Gut. Michael Inadon, kannst du dich zu uns setzen? Und ich bin gespannt, welche Fragen jetzt von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gekommen sind. Wie ist das Echo bis jetzt? Ja, sehr geehrte Polizei. Ich muss mich örtlich und auch inhaltlich zurückhalten. Ich finde es sehr schwer, war eine sehr spannende Diskussion. Wir haben sehr viele Fragen bekommen. Und Sie zeigen auch so ein bisschen das Spektrum auf, das Sie eigentlich besprochen haben. Es ist zum Teil noch schwierig, die Fragen dann wieder auf diesen Kontext zu beziehen, aber ich versuche es bestmöglich. Und ich fange am besten hinten an, also jetzt am Schluss bei den letzten Fragen, die noch hereingekommen sind. Da war eine Frage an Manuel. Welche Rolle hat die psychische Sensibilisierung bei der Lehrpersonenausbildung? Kommt das irgendwo vor? Gibt es im Curriculum die nötigen Plattformen, wo? Sind mit Lehrpersonen für die Schulen gemeint oder Lehrpersonen für Fachausbildungen wie Berufsfachschulen? Ich spezifiziere das jetzt nicht, Herr Weiß. Ich nehme mal an, es sind Volksschulen. Da muss ich sagen, das ist natürlich jetzt nicht meine Expertise, die Ausbildung von Lehrpersonen. Ne? Das ist natürlich zum Teil schon Thema. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass wir in der Region auch Kontakte haben mit Gesellschaften von Lehrpersonen, die merken, da brennt es auch ein wenig. So. Also das heißt, auch wenn Sie eine Ausbildung oder eine Vertiefung hätten innerhalb von Ihrer curricularen Ausbildung, die ich nicht beantworten kann, gibt es Zeichen, dass dort auch Bedarf ist. Dann hat Ampi Beli in einem ähnlichen Kontext eine Grundsatzfrage. Wie werden Schülerinnen stark, sodass sie starke Lernende werden? Also dieser Übergang, Sekundarstufe 1, Beruf. Und alsobald starke Fachkräfte für eine starke Wirtschaft. Stark, stark, stark. Ja, also ich habe schon erwähnt, der Übergang ist sehr vulnerabel. Also der Anfang der Lehre ist extrem entscheidend. Wir sehen das auch sonst, wenn der
Wenn der nicht gut funktioniert, dann hat man, das ist dann ganz schwierig. Also die erste Zeit ist extrem wichtig und ihr macht ja so einen Tag, aber ich glaube, es braucht noch mehr. Weil wenn man junge Menschen fragt, wie habt ihr diese Zeit erlebt, der Start in die Lehre, dann, also cool, man freut sich, oder? Man hat jetzt, wenn man startet mit einer Lehre, aber ist auch viel Unbekanntes, auch Unsicherheit. Habe ich den richtigen Beruf gewählt? Werde ich den Anforderungen gerecht? Plötzlich muss ich mit altersdurchmischten Gruppen arbeiten. Vorhin war ich mit der Peer immer in der Schule, oder? Die machen ja alles miteinander. Also es sind so viele Dinge, die da neu sind. Und ich glaube da, und das thematisieren wir auch immer in diesen Workshops, was kann ein Betrieb tun, um diese Unsicherheit möglichst gut auch aufzufangen, damit sie einen guten Start machen, dass sie stark werden, das war ja auch die Frage. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Ja. Das scheint mir schon noch sehr relevant. Es gibt sicher auch gute Beispiele, wo das funktioniert. Aber wir haben jetzt auch bei wirklich aktuelleren Untersuchungen gesehen, dass die Kooperation zwischen den Institutionen und jetzt in diesem Beispiel Gesundheitswesen und Berufsfachschulen, der ist nicht wirklich immer verzahnt. Also das bedeutet, wenn die Anforderungen von verschiedenen Perspektiven kommen, weil eine Seite natürlich das Beste will und mit Anforderungen und so weiter, aber die andere Seite auch mit Anforderungen kommt, vielleicht kumuliert, weil da die Kommunikation nicht möglich ist aus Gründen, dann ist das ganz schwierig. Also ich glaube dort, das ist schon ein sensibler Punkt, der diese Transition unterstützen könnte. Was mich jetzt stört an diesem Begriff auch stark, oder? Ja. Müssen denn alle wirklich stark sein? Ist es das Ziel auch, die Leute stark zu machen? Können wir sie nicht einfach so nehmen, wie sie sind und bestmöglich unterstützen, damit sie ihre Ressourcen optimal nutzen können? Müssen sie stark sein dafür? Samira? Ich finde nicht. Nicht jeder Mensch will stark sein. Und Stärke zeigt sich auch auf verschiedene Arten. Also, ja, und nicht stark sein heißt ja nicht, dass sie keine Stärken haben. Also ja. Ich glaube, jeder hat seine Stärken, irgendwo seine Talente und die zu zeigen, die zeigen zu können, das ist vielleicht das, was wir erreichen wollen, oder? Ja. Darf ich weitergehen? Es gibt eine Frage von Beth. Das war auch am Schluss der Diskussion. Pathologisieren, das war, glaube ich, eine Debatte zwischen euch zwei. Pathologisieren erhöht die Wahrscheinlichkeit für finanzielle Unterstützung an Schulen, beispielsweise. Ich würde das jetzt mal so einen provokativen Zwischenruf interpretieren. Wie würdet ihr damit umgehen? Also ich erst, Entschuldigung. Schon gut. Ich verstehe die Aussage nicht. Vielleicht müsste man das ein wenig spezifizieren, ob jetzt pathologisieren dann zu einem finanziellen Aspekt, der einen Mehrwert zeigt, beiträgt. Das wage ich stark zu bezweifeln. Wir sind uns übrigens einig gewesen, dass man nicht pathologisiert. Ja. Ich kann den Kontext sehr wahrscheinlich herstellen aus meiner Funktion. Schulen, die Klassen, die Kinder haben, die divers sind, fordern die Lehrperson heraus. Wenn eine Pathologisierung vorgenommen werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine kantonale Erziehungsdirektion unter Umständen zusätzliche Mittel spricht, zusätzliche Stunden spricht, zur Unterstützung dieser Lehrperson. Das unterstelle ich jetzt der Aussage, die ich hier lese, dass es darum geht. Pathologisieren heißt, ich habe einen Stempel und damit kann ich zur Erziehungsdirektion und kann sagen, ich brauche Unterstützung. Ja, das finde ich ja schon auch. Ne? Aber ich glaube, das ist ein wenig, und ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, aber ich finde das sehr kurzsichtig. Weil das Problem ist, wenn die Person mal diesen Stempel von einer Diagnose hat, dann hat das ganz längerfristige Auswirkungen, die gesellschaftlich die Kosten und so weiter in die Höhe treibt. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Dann habe ich noch eine Frage an Beat. Geschlechterunterschiede bei deinen Interventionen? Bei den Interventionen von Berufs- und Praxisbildenden. Ich kann es hier nicht auseinandernehmen. Ja, ich nehme jetzt an, Geschlechterunterschiede bei den Lernenden, wie sie umgehen mit Belastungen. Ich denke, das wäre eine angemessene Interpretation, ja? Ja, ich glaube, es gibt Unterschiede. Das zeigen auch gewisse Untersuchungen, dass eben junge Männer, junge Frauen anders copen, andere Bewältigungsstrategien haben. Ich
glaube, da muss man schauen. Ich glaube, man muss sowieso immer auch situativ schauen. Jeder Mensch ist irgendwo dort, wo er ist. Und es gibt sicher auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Aber ich würde das jetzt gar nicht so hochhängen, sondern einfach schauen, wo steckt der einzelne Mensch, was braucht er, was bringt er an Ressourcen mit und was, ja, wie kann ich ihn möglichst gut unterstützen. Ich glaube, da müsste der Fokus drauf sein und weniger auf diese Gender-Unterschiede. So. Okay. Samira, was würde Sie sich denn wünschen, die liebe Samira, von der Schule? Was hättest du dir als Unterstützung gewünscht zu der Zeit, als du noch in der Schule gewesen wärst? Als ich in der Schule war, war vor allem das Problem, dass psychische Belastungen gar nicht ernst genommen wurden. Und es war auch gar kein Wissen darüber verbreitet. Ich wusste nichts über meine Schwierigkeiten. Niemand hatte erkannt, dass ich ein ADHS habe. Also das, auch ich wusste das nicht. Das habe ich erst im Nachhinein ausgefunden und diagnostiziert bekommen. Und mir hätte geholfen, hätte man da mehr Wissen verbreitet und weniger auch stigmatisiert. Also ja, ich weiß da nicht, wie viel man Einfluss haben kann, weil das schlussendlich bei den Menschen im Kopf geschehen muss, dass man nicht verurteilt. Aber das war das Hauptproblem, dass das gar nicht ernst genommen wurde, dass da immer interpretiert wurde, dass ich mir nicht genug Mühe gebe oder dass ich faul bin, obwohl ich mir alles gegeben hatte. Also ich habe richtig gekrampft, richtig viel Arbeit geleistet, aber es wurde wie nie, es kam nie an bei dem Lernen, es wurde nie gesehen als Arbeit, weil ich nicht so funktionierte wie die anderen Schüler. Und das war wie das Problem. Weil ich habe jetzt auch Anfragen von Berufsschulen. Ja. Und dort habe ich jetzt auch mit dem ganzen Lehrerkorpus da, haben wir das Thema bearbeitet. Und dann kam die Frage auf, was ist denn die Verantwortung von einer Lehrperson in einer Berufsfachschule diesbezüglich? Also die Kernaufgabe ist unterrichten. Da kommen 20 Leute rein, gehen 20 Leute raus. Und dann haben wir das wirklich und sind wir immer noch dran zu schauen, was sind die Verantwortlichkeiten einer Lehrperson in Bezug auf die Beobachtung von psychischer Gesundheit. Und das ist keine triviale Frage, weil man muss immer auch sehen, für Lehrpersonen, wir dürfen das Profil auch nicht zu weit, die Anforderungen zu hoch schrauben. Also und jemand hat dort gesagt, das ist doch nicht meine Aufgabe als Lehrer, jetzt noch zu schauen, wie es all diesen 20 Leuten geht mit der psychischen Gesundheit. Das war so ein Statement und das muss man irgendwie auch schon reflektieren, ist eigentlich spannend, oder? So würde ich jetzt noch, also das finde ich jetzt eine harte Ausnahme. Das würde ja für uns als Unternehmen bedeuten, wir haben so viele Mitarbeitenden, zum Teil große Teams, da kann ich nicht noch schauen, wie es jedem geht. Also ich glaube, sobald ich mit Menschen zu tun habe, in einer Gruppe bin, bin ich in einer gewissen Verantwortung zu schauen, wie geht's. Also, oder und wie funktionieren wir miteinander. Und ich glaube, auch als Lehrer darf man sich da nicht einfach rausnehmen. Also ich glaube, da hat man eine große Mitverantwortung. Ich sage auch bei uns immer eine Mitverantwortung. Ich habe nicht die Hauptverantwortung, weil es liegt bei der Person selber. Aber eine Mitverantwortung zu schauen, wenn es nicht mehr geht, da zu unterstützen, finde ich, würde ich mir wünschen, dass das wirklich so ist. Die Unterscheidung der Settings, Beruf, Betrieb und Berufsfachschule, oder? Das ist ein anderes Setting. Und das ist spannend, bei beiden zu schauen, wer hat hier welche Verantwortlichkeit. Ich mache nur den Spannungsbogen auf, oder? Das sind so Fragen, die man angehen kann, muss. Samira, eine Nachfrage von mir. Wann wurdest du dann zum ersten Mal ernst genommen? Also wann hast du das Gefühl gehabt, zum ersten Mal, jetzt versteht mich jemand, jetzt hört mir jemand zu? Als ich zur IV ging und dann mit der IV in Kontakt kam. Du bist also selber zur Invalidenversicherung gegangen. Du hattest nie eine Lehrperson, einen Vorgesetzten, der gesagt hat, komm, wir schauen das miteinander an. Du hattest nie einen Arzt, der das mit dir angeschaut hat. Du bist zur IV gegangen. Ja, also ich merkte einfach, als ich an einem ziemlich dunklen Punkt landete nach der Lehre und keine Lehrstelle gefunden habe, nach der Schule, nicht nach der Lehre, kam ich in so eine richtig dunkle Zeit von meinem Leben und ich hatte einfach gemerkt, dass ich nicht mehr so weiterleben wollte, also hatte ich mir selbst Hilfe geholt. Aber auch in meiner Familie, das ist leider auch noch ein Problem,
war das Wissen nicht stark verbreitet und es war auch stigmatisiert innerhalb der Familie mit dieser Kultur, der ich aufgewachsen bin. Also Italiener Kultur ist das auch sehr verschwiegen, dieses Thema. Also musste ich wie selber merken, ich brauche Hilfe und auch meine Mutter hat irgendwann gemerkt, sie braucht Hilfe, sie kommt nicht weiter, sie kann sich nicht konzentrieren. Sie hat keine Motivation mehr, weil irgendwie nichts funktioniert hat, weil ich nie ernst genommen wurde. Also ja, ging ich selber zur IV und zu einer psychologischen Abklärung, um herauszufinden, was los ist mit mir. Ja. Und so ging es auch vielen anderen in meinem Alter. Also habe ich beobachtet, dass man alles selbst, wir haben uns alles selbst beigebracht. Und weil eben das meiste wussten wir zuerst selber auch nicht. Also als ich noch zur Schule ging, war das Wissen wirklich gar nicht verbreitet. Niemand wusste wirklich viel über das. Also ich kannte den Begriff ADHS nicht mal, bis ich irgendwie 15 war oder so, habe ich den Begriff nie gehört. Ich glaube, ein Stück weit auch ein Armutszeugnis. Die ganzen Kontaktpersonen des 15-jährigen Mädchens reagieren nicht, bis das Mädchen selber zu einem Amt geht, um sich selber Hilfe zu holen. Ich habe noch eine Frage an Brüderin Tutte, Alessandria. Ich sage es richtig. Anastasia, ja. Anastasia. die Anrufenden, ja. Die Klientel, hat sich dort eigentlich nur die Menge bewegt oder hat sich auch die Schwere der Fälle, die Dramen eigentlich verschwimmt? Die Komplexität. Ja. Genau. Ja, wir, und dazu haben wir ganz klare statistische Zahlen auch. Wir haben eine Zunahme in der Anrufdauer und in der Beratungsdauer. Das ist mit der Komplexität der Fälle verbunden, weil da schon mehrfach Problematiken sind. Wir haben ja auch Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene am Telefon, die sehr lange auf stationäre Aufenthalte warten müssen. Wir reden da von Monaten, nicht von Tagen, bis 6, 8 Monate. Das ist in einem Jugendalter sehr, sehr lang. Und das Ganze hängt natürlich auch zusammen. Man hat vielleicht Ängste, die man entwickelt hat, die werden dann unbehandelt. Das ist das ganze Thema der Früherkennung, Frühintervention. Aber wir haben deutliche Zunahmen in Suizidgedanken. Dann haben wir ein Plus von 73% im Vergleich zu 19. Wir haben eine massive Zunahme in Autoaggressionen, Beratung, Depression und Angststörung. Ja. Hoch. Doppelt und dreifach teilweise an Beratung im Vergleich zu 2019 und Tendenz weiterhin steigend. Ihr habt ja Expertinnen und Experten auf der Seite der Projeventute, die diese Telefone, diese Anrufe oder diese Fälle dann bearbeiten. Hattet ihr auch die Herausforderung, die richtigen Skills zu finden, die auf diese neuen Herausforderungen reagieren können? Ja, also wir müssen immer auch mit den beratenden Schulen und da sind wir auch dran mit Supervision, Weiterbildungsmaßnahmen und so weiter und so fort, dass sie natürlich auch psychisch gesund werden, weil wir da große Kapazitäten auch an Beratung bewältigen können. Wenn ich aber mit langjährigen Mitarbeitenden rede, ich habe davon ein paar, die sagen, hey, wirklich die Komplexität und die Schwere der Gespräche hat deutlich zugenommen über die letzten 10 Jahre. Ich habe einige, die 10, 15 Jahre schon bei mir oder bei uns tätig sind, die das einfach auch aus ihrer Erfahrung so sagen können. Ja. Ja. Vielleicht darf ich das den Punkt noch aufnehmen. Wir wissen gut aus der Forschung, wenn Führungskräfte oder jetzt eben auch Lehrpersonen oder Berufs- und Praxis, wenn die selber gesundheitlich angeschlagen sind, dann können sie den Job der Betreuung eigentlich nicht machen. Also wir sind da schon, ja, wir müssen alle schauen, dass wir gut unterwegs sind, gesund unterwegs sind, sonst wird es ganz schwierig, dann auch mit den jungen Menschen umzugehen. So. Das ist eigentlich fast der erste Punkt, weil wir sehen aus der Forschung, wenn ich selber angeschlagen bin, verändert sich mein Verhalten den Menschen gegenüber und eben auch den jungen Menschen gegenüber. Also das ist schon, das hängt sehr stark zusammen. Gut, Hanbi Beli, erinnert euch, wie kriegen wir die Jugendlichen so hin, dass sie stark sind, damit dass sie die Wirtschaft stärken können, einen starken, wertvollen Beitrag zur Wirtschaft und Gesellschaft leisten können? Ihr entschuldigt sich. Sorry, es war mein Fehler, das Wort stark war ein Killer.
relationiert dann und sagt, stark ist, wirst du sich selber stehen kann. Also mit der Situation, mit den Belastungen, die jeder hat, selber umgehen können. So würde ich etwas interpretieren. Mhm. Deshalb nochmals, und ich glaube, du hast damals eben die Frage nicht ganz beantwortet. Mhm, ja. Was soll die Schule, was kann die Schule leisten, damit es die Kinder dieses Selbstwertgefühl haben, diesen Mut haben, diese Zuversicht haben mit den Herausforderungen, mit den Unsicherheiten, zum Beispiel diese Transition ins Berufsleben umgehen zu können. Könnt ihr vielleicht formulieren, was die Schule dort leisten müsste, sollte, könnte? Die Obligatorie, also bis zum 9. Schuljahr ist jetzt gemeint, nicht die Berufsschule. Was meinst du? Ich hatte jetzt auch so interpretiert. Okay. Für diese Übergang. Sonst wird es uns Hampi wissen lassen. Oh, ja, genau. Also ich muss schon sagen, ich finde, das ist eine hervorragende Frage, aber auch relativ komplex, und zwar was jetzt eben aus dem Austausch mit den Lehrpersonen in der obligatorischen Schule, was wir schon hören, ist, dass sich sehr vieles, was früher zu Hause und in der Familie gelehrt, unterstützt und begleitet wurde, das verschiebt sich. Also das heißt, heutzutage ist es aus den 2-3 Unterhaltungen scheint es so zu sein, dass diese ganze Entwicklung, die da im Heim dann in der Familie stattgefunden hat, die verschiebt sich auf das Schulische. Also das heißt, meine Hypothese ist, dass es jetzt nicht nur darum geht, die pädagogischen Kenntnisse zu haben, wie man Wissen vermittelt und wie man die Leute motiviert, sondern es braucht anscheinend tatsächlich auch Skills hingehen, für die Persönlichkeitsentwicklung von den jungen Menschen noch spezifischer anzugehen, weil sich diese ganze Entwicklung darauf verschiebt. Vom Privaten, sage ich mal, ist mehr zum öffentlichen Bereich von den Schulen. Ich glaube, das wäre sicher ein interessanter Ansatz. Mhm. Also quasi wie eine Erweiterung der Kapazität, der Fähigkeiten der Lehrperson, nicht nur der fachlichen Hinsicht, sondern eben insbesondere in der, würdest du das nennen, in der Persönlichkeitsentwicklung und der Psychologie. Ja. Einfach auch hier, die Lehrpersonen berichten über eine sehr hohe Belastung. Mhm. Und da müssen wir extrem aufpassen, dass wir diesen Bauch nicht überladen. Mhm. Und was da dann die Lösungen sind, es kommen auch immer mehr Anforderungen für die Lehrpersonen. Und da gibt es ja auch schon Leute, da machen sie in einem Schulzimmer 3-4 Personen, da gibt es noch Förderung und so weiter. Also die Frage ist wirklich sehr komplex. Also wie wollen wir Schule betreiben 2024, 2025? Das sind so viele Aspekte, die echt herausfordernd sind. Ich habe noch eine Antwort dazu, Entschuldigung, ich möchte das nicht so verstanden wissen, dass das Curriculum von den Lehrpersonen aufgestockt werden soll, sondern was ich damit meine, ist tatsächlich nochmal darüber zu reflektieren, welche Einheiten von der Ausbildung sind heute noch zeitgerecht, und es scheint, dass die Entwicklung sich einfach verschiebt, und das bedeutet, da muss man darüber nachdenken, wie werden die Leute befähigt. Also ich meine nicht, dass sie noch zusätzliche Skills, die können schon viele Dinge. Und irgendwann sind sie natürlich auch überlastet, das ist klar. Sondern darüber nachzudenken, welche sind zukunftsgerichtete Skills, um das geht es. Darf ich das eigene Interesse nachfragen? Wenn wir als Lehrperson bestimmte Skills haben müssen, pädagogisch, didaktische Natur, fachliche, inhaltliche Natur, und du sagst, es ist nicht ein Add-on, nicht eine zusätzliche Kompetenz, ein zusätzliches Kompetenzfeld, das du hier erforderst, sondern du willst hinterfragen, was man weglassen kann. Neu überdenken könnte. Oder neu überdenken könnte. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin ja selber im didaktischen Setting mit den Studierenden unterwegs, und da sehen wir es auf einer anderen Stufe schon auch. Also heute geht es nicht mehr darum, wie wird Wissen vermittelt. Die Leute können mit 2 Klicks, die wissen genau, was dann Sachen ist, ob das richtig ist oder nicht. Das ist wieder eine andere Frage. Aber es geht darum, darüber nachzudenken, wie werden pädagogische, didaktische Möglichkeiten aufgemacht und die Leute befähigt, damit die Eigenmotivation für das eigene Lernverhalten gefördert wird. Also das heißt, so dieses reine Wissensvermittlung, der Aufbau von gewissen Strukturen ist heutzutage vielleicht nicht mehr adäquat. Und das bedeutet, in dem Kontext könnte man darüber nachdenken, ob mit dieser Strukturierung auch Aspekte mit reinfließen für eine Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung, eben diese Belastung dann abzufedern. Und es ist schon eine neue Kompetenz, ich würde das schon so sehen. Aber es wäre nicht ein Add-on zum Bestehenden, sondern eben, das ist natürlich wieder sehr hoch gedacht, aber innerhalb von diesen Strukturen, dass Anpassungen stattfinden könnten, so meine ich das. Mhm. Also, Lehrpersonen müssen neue Psychologen sein? Nö. Oder mit anderen Worten, wo ist der Unterschied zum Didakten? Ein Didakt ist eigentlich immer auch ein Psychologe. Nee, würde ich nicht so sehen. Ich glaube, es braucht, ja gut, das ist natürlich wieder Definitionssache, was ist Psychologie? Man kann zum Beispiel sagen, ich setze mich mit den Gefühlen auseinander, mit der Nachbarin, die ist auch Psychologin. Aber da
bin ich immer sehr vorsichtig mit solchen Definitionen. Aber schlussendlich geht es einfach wirklich um das Menschliche. Aber psychologisch würde ich nicht sehen. Ich würde sagen, Ansätze von psychologischen Kenntnissen vielleicht. Also ich glaube, das Schulsystem ändert sich ja jetzt auch ziemlich massiv. Dann, wenn das Thema KI immer noch immer mehr kommt, da wird sich ganz vieles ändern, weil das nochmal eine Stufe mehr ist, jetzt von dem, was wir jetzt schon haben mit dem Internet, wo alles per Knopfdruck da ist. Jetzt kommt noch eine Stufe mehr dazu. Ich habe selbst zwei Kinder, die im Moment in der Schule sind, in der Volksschule sind, und ich sehe das eigentlich live, was passiert dort, dass PowerPoint-Präsentationen mal schnell auf Knopfdruck gemacht werden und es dann halt heißt, ja, der Lehrer bewertet mich ja nicht, wie lange ich zu Hause war und die Präsentation zusammengestellt habe, sondern er bewertet mich, wie ich da vorne stehe und etwas sage. Also diesen Change machen die Kids schon lange. Und wir machen das ja auch. Wir versuchen ja auch im Berufsleben möglichst effizient zu arbeiten und nutzen die Tools, die wir zur Verfügung haben. Da sind die Kids genau gleich. Die machen das auch. Was jetzt noch muss passieren, ist, dass die Lehrpersonen mit ihrer Methodik da auch diesen Schritt machen können. Was das jetzt für die Didaktik eben bedeutet. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Vertrauen in die pädagogischen Hochschulen, dass sie diese Entwicklung auch mitgehen. Das geht nicht so schnell. Aber ich glaube, es gibt viele PHs in der Schweiz, die machen sich genau diese Gedanken, ein bisschen Vertrauen. Unsicherheit, sagt Susanne, ist ein kurzfristiges Empfinden, führt aber nicht zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung psychischer Gesundheit. Kann bitte jemand unter euch genau definieren, was wir unter psychischer Gesundheit überhaupt verstehen? Es gilt doch auch mal, was auszuhalten. Sehr einverstanden. Das ist also eines meiner Lieblingsthemen, die Auseinandersetzung, Definitionen. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche. Wir vom Kompetenzzentrum, so die neueste Literatur, befasst sich ja tatsächlich damit und hat sie recht. Die psychische Gesundheit ist ja nicht eine Dualität, man ist krank oder gesund, sondern das ist ein fluider Prozess, das sich dann immer wieder ändert. Da bietet zum Beispiel nach Kies eine interessante Typologisierung, wo auch Menschen, die eine psychische Diagnose haben, nicht per se psychisch krank sein müssen. Das ist ein wenig in die Richtung von Recovery. Und das heißt, ja, ich bin einverstanden, es geht nicht darum zu sagen, man muss jetzt gar nichts aushalten, sondern man muss gewisse Widerstände erfahren, man muss einen gewissen Stresslevel erfahren, um eine Resistenz entwickeln zu können. Da bin ich sehr einverstanden. Das heißt, kurz, psychische Gesundheit ist ein fluider Prozess, der eigentlich nicht unbedingt von dem Vorhandensein einer Diagnose abhängt. Ich weiß, das ist noch sehr auf einer Metaebene. Mhm. Wer macht denn diese Grenze? Jetzt ist es pathologisch, jetzt hast du einen Stempel. Du hast jetzt ADHS oder? Nein, das ist noch kein ADHS. Hat's Glück gehabt. Ja, da streiten wir auch zum Beispiel im akademischen, respektive im Studium, weil das sind wirklich zentrale Fragen. Da ist es auch sehr eine große Verantwortung, weil wir aus klinischer Sicht, wir haben natürlich die Tools, die Kriterien und dann können wir sagen, diese und diese Symptome sind gegeben und die Diagnose ist da. Mhm. Das ist diese medizinische Sichtweise, die dann auch mit diesem Recovery einhergeht, dass es völlig symptomfrei sein muss, um gesund zu sein. Es weicht sich schon auch ein wenig auf, ne? Welche Faktoren können dann beeinflussen, wo die Grenze gezogen wird? Das Kulturelle, sind das Politische? Welche Faktoren nehmen dort Einfluss? Das ist jetzt pathologisch, das nicht. Ja, eben wie gesagt, also es kommt wirklich auf die Perspektive drauf an, was man darunter versteht. Ich bevorzuge das, die andere Perspektive einzunehmen, wo zum Beispiel nach Kies einhergeht. Vorhanden, nicht vorhanden sein von einer Diagnose, dass das nicht unbedingt zentral ist. Aber ja, es ist sicher auch eine kulturelle Frage, würde ich schon sagen. Ich habe noch Fragen. Hast du noch Fragen? Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich springe rauf und runter. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Bei den Lehrpersonen sind wir bereits gewesen, bei diesem Übergang in den Berufsalltag. Offen war, eine Frage an dich, Samira, noch einmal. Du hast ja vorhin gefragt, was hätte die Schule anders besser machen können? Das kommt quasi wie die nächste Frage, die nächste logische Frage. Welche Kultur, welchen Umgang würdest du dir denn an deinem Arbeitsplatz wünschen? Oder was schätzt du an deinem Arbeitsplatz bezüglich Umgang und Kultur?
so wie es in meinem Betrieb läuft, finde ich eigentlich ideal. Dort ist das Verständnis vorhanden. Das ist das Wichtigste von allem, würde ich sagen. Manchmal reicht einfach Verständnis, dass man verstanden wird und nicht verurteilt wird. Ich denke, die meisten jungen Leute wissen schon auch selber, wie klarkommen, und wir sind gar nicht so fragil, wie man vielleicht meint, mit unseren Schwierigkeiten. Wir sind einfach sehr selbstreflektiert, da wir auch mehr Infos haben zu diesen Themen als unsere Eltern. Und das Beste, was man machen kann, ist wirklich Verständnis zeigen und ja auch Raum schaffen, dass die Person sich individuell ihre eigenen Methoden erarbeiten kann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe chronische Schlafprobleme, ich habe Probleme aufzustehen, ich würde lieber ein bisschen später zur Arbeit kommen und auch länger arbeiten, dass man dann sich Wege schafft, sich anzupassen. Weil manche Menschen haben lebenslang chronische Schlafprobleme und die arbeiten vielleicht einfach besser am Abend, dass man zum Beispiel sich dann anpassen kann. Dass man nicht sagt, oh, es muss so und so laufen und so hat es schon immer funktioniert und so musst du auch funktionieren. Weil ja, so werden doch manche Menschen einfach nie wirklich produktiv werden können. Vor allem, weil das ist ja auch eine Diagnose. Also Schlafprobleme werden ja auch diagnostiziert. Hast du denn die Situation, dass du einzelne Ansprechpersonen, Schnittstellen hast in deinem Arbeitsumfeld, die dieses Verständnis aufbringen? Oder hast du das Gefühl, es ist wie ein grundsätzliches Verständnis in der ganzen Unternehmung, auf dem ganzen Stock da? Oder sind es dann die einzelnen Personen, mit denen du besonders viel zu tun hast? Es ist beides. Beides macht den Einfluss. Wenn die ich schiebe es ein bisschen auch zu Franziska. Wenn die Agentur auf so sozialer Ebene so aufgebaut ist, dann spürt man das auch. Und so, das habe ich auch erfahren mit den anderen Lernenden im Edry. Das ist einfach so verbreitet. Und was noch sehr Einfluss hat, ist, wenn man einfach eine Ansprechperson hat, mit der man regelmäßig sich austauschen kann. Ich denke, den meisten hilft es auch einfach, darüber sprechen zu können. Man braucht nicht immer direkt jemanden, der interveniert oder irgendwas macht. Die meisten von uns lernen das auch selbst. Wir brauchen Ansprechpersonen und Verständnis. Ich denke, das ist das, was am meisten Einfluss hat. Weil schlussendlich ist es trotzdem jedem seine eigene Verantwortung auch, die Probleme anzugehen. Dann kann man noch so viel versuchen einzugreifen, wenn jemand sich nicht helfen lässt, dann kann man ja auch nichts machen. Deswegen einfach Ansprechpersonen und dieses Verständnis, Grundverständnis. Das gibt wie auch eher den Raum jemandem, dass er sich traut, Themen anzusprechen und Hilfe zu holen. Aber ja, schlussendlich, man kann nicht alle Probleme lösen von jedem. Also da ist das Setting kenne bei Edry. Diese Ansprechperson muss nicht zwingend auch der Berufsbildner oder die Berufsbildnerin sein. Und deswegen schaue ich zu dir rüber, ob ihr das auch so installiert habt bei euch, dass ob das alles bei den Berufsbildnern zusammenläuft oder ob es da wie andere Personen gibt, die andere Funktionen haben, an die man jetzt sich eben gut wenden kann, um andere Sachen zu besprechen. Ja, die gibt es. Also wir befähigen sicher mal alle Führungspersonen, die Berufsbildenden in diesem Thema. Bei uns ist etwas unterschiedlich, oder? Es gibt Betriebe, da hast du mehr als eine Person, die Lernende ist. Dann gibt es kleinere Betriebe, da hast du nur eine lernende Person. Und da hat es meistens dann schon die Kollegen, die da sind. Das ist aber auch nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, sich dann mit einem Kollegen auszutauschen, je nachdem, wie persönlich das dann auch ist. Und entsprechend haben wir eine eigene Sozialberatung, wo Sie sich hinwenden können. Das ist eine anonyme Stelle. Da können Sie telefonisch, Mail oder Beratung vor Ort, wie Sie das möchten. Aber auch extern haben wir es mit unserer Krankentaggeldversicherung, wo Sie sich da hinwenden können. Ja, versuchen eigentlich möglichst alles zu bespielen, dass Sie sich das nehmen können, was für Sie hilfreich ist in dem Moment. Und geben das den Vorgesetzten auch mit, oder dass es gestreut wird und sich jeder das nehmen kann, was passend ist. Ignacia?
Sinnhaftigkeit, die Abwesenheit von Sinnhaftigkeit, der Verlust von Wertesystemen, inwiefern hat der einen Impact auf bestimmte Krankheitsbilder? Oder vielleicht müsste man ein bisschen umformulieren, Richtung Krankheitsgruppen. Also sagen, gehen wir eher Richtung pathologisieren, wenn das Wertesystem quasi wie brüchig wird. Hat das Wertesystem einen Impact oder einen direkten Einfluss auf die Zahl der psychischen Erkrankung? Der kann man so paraphrasieren. Es fehlen Haltungssysteme, deshalb werden Kinder krank. Wertesysteme? Ja, es fehlen Wertesysteme, meint es wahrscheinlich. Der Verlust von Werte als Orientierungshilfe führt Kinder an, wie du so schön gesagt hast, so poetisch gesagt, an dunkle Orte. Das wäre, glaube ich, das Postulat dahin. Mhm. Das ist eine interessante Frage. Also die Kirche ist ja auch ein Wertesystem. Und wenn man das jetzt als Beispiel nehmen würde, ein starkes Wertesystem, kann man sogar sagen, also dann dürfte es weniger psychische Schwierigkeiten geben in einem Umfeld, wo die Kirche stark wäre. Ist das eine These, die man so stellen kann, oder fällt die auseinander? Die Kirche, das ist sowieso nicht so. Ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ein anderes Argument, also ich glaube, das ist ja interessant. Ich finde das wirklich eine gute Frage zum Diskutieren. Ich meine, ich verstehe das auch so, dass es in die Richtung gehen kann von Verrohung in der Gesellschaft. Ich glaube, das sieht man überall, vor allem auch in den Digitalen, wo dann auch diese Wertesysteme auseinanderbrechen oder nicht im Cybermobbing, glaube ich, hast du dann auch gesagt, das gibt es auch in unterschiedlichen Bereichen. Und wenn das damit gemeint ist, dass diese fehlenden Werte zu einer Verrohung dann führen, dass man nicht mehr aufeinander eingehen kann, weil das Gegenüber an Wert verliert, wenn ich das so sagen darf, dann würde ich schon mitgehen, dass das ein großer Risikofaktor ist, falls das so gemeint ist. Also diese Matrix hat die Identitätsentwicklung ganz zentral. Das ist mal, dass sich die jungen Menschen überlegen, wer bin ich, was ist mir wichtig, welche Werte sind mir wichtig. Und was ich ganz schwierig finde, wenn wir als Erwachsene nicht mehr sagen, was uns selber wichtig ist, weil wir denken, wir stülpen da irgendwo unsere Werte drüber. Also im Gegenteil, meine Erfahrung ist, die jungen Menschen wollen genau wissen, was denkst du? Und dann kann ein Dialog entstehen, dann kann der junge Mensch merken, ah, ich finde das auch oder ich finde das ganz anders. Also diese Wertdiskussion ist schon spannend und ich finde, wir sollten zu unseren Werten stehen und die auch äußern, aber dann in einen konstruktiven Dialog gehen, dass der junge Mensch seine eigenen Werte auch entwickeln kann. Das ist die Identitätsentwicklung. Manchmal, ich glaube, es gibt so pädagogische Strömungen, wo man sagt, ja, nicht ein, ich sage ja nichts, oder sonst schränke ich den jungen Menschen ein. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, sondern sagen, was man wichtig findet und dann schauen, ja, was findest du wichtig? Vielleicht noch dazu. Ja, ich würde mich da bei dir auch wie anschließen, auch in Bezug auf psychische Gesundheit. Und eben das Schulsystem ändert sich jetzt nicht einfach mal morgen oder beziehungsweise da sind Bestrebungen da. Und vielleicht auch im Kleinen für sich selber zu schauen, eben, was ist mir wichtig, wie wichtig ist mir psychische Gesundheit, mir persönlich, uns als Betrieb und als Team, als Schule, wie auch immer. Und ich glaube, da kann man ja schon bei sich mal anfangen. Und wenn der Prozess stattfindet, kann dieser vielleicht auch in die Gesellschaft übertragen werden. Ich hätte noch eine letzte Frage und die, glaube ich, ermöglicht allen ein gutes Rausschlucken. Genau. Es hat zwar viele Abkürzungen drin, vielleicht wird der erste beantwortet, diese auch gleich erklären. Müssen wir nicht ein wenig vorsichtiger sein, eine nahezu ganze Generation als krank zu sehen? Ich glaube, dass depressive Phasen im Laufe des Lebens normal sind. In der Schule ist der Umgang mit ADS, ADHS oder LRS auch normal. Ist es nicht eher sinnvoll, jungen Menschen auch etwas zuzumuten, damit sie wachsen und lernen? Oder wachsen, lernen, wachsend lernen? Und das wäre dann auch die letzte Frage, die ich mir ausstelle. Mhm.
Könnt ihr schnell mir und dem Publikum helfen? LRS ist? Leserechtschreibschwäche. Danke, Samira. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Sorry. Nee, alles gut, das war wichtig. Jetzt weiß ich es wieder. Schon einverstanden, ja. Also erstens, wie gesagt, es geht wirklich nicht darum, Leute zu pathologisieren. Da habe ich gesagt, da muss man wirklich ein wenig gucken. Ne? Also da bin ich einverstanden. Das, ich glaube, da müssen wir schon vorsichtig sein. Auf der anderen Seite ist oft auch die Diskussion, es ist nicht alles schlecht, wir müssen unbedingt darauf hinweisen, was alles gut ist. Und das ist schon okay, das ist korrekt. Oder darum das Differenzierte. Aber es ist auch so, dass nicht alles gut ist und es ist auch so, dass ganz viel fehlt. Und wenn nicht darauf gezeigt wird, was alles fehlt und was alles nicht gut ist, dann wird es sich nicht ändern. Und ich glaube, man muss schon wirklich differenziert sein. Ich verstehe die Person, die darauf so hinweist, mein Verständnis nach. Und da bin ich ganz einverstanden. Da geht es schon darum. Und der letzte Satz bin ich auch sehr einverstanden. Man muss den Menschen, allen, auch den Jungen, auch etwas zutrauen, damit sie sich entwickeln können. Für das braucht es aber eine Grundlage. Und ohne diese Grundlage immer weiter Druck aufzubauen, ist kontraproduktiv und das funktioniert dann nicht. Wenn diese Grundlage da ist und wenn die Leute sich entfalten können, bin ich einverstanden. Und ich möchte vielleicht anschließen, bei dir ist das eindrücklich, diese Selbstwirksamkeit war heute von Mons eine so wichtige Ressource. Und ich habe das Gefühl, du hast die Dinge in die Hand genommen und weißt, wie du dir selber auch helfen kannst, wer dich unterstützen kann. Das finde ich total eindrücklich auch. Also diese Selbstwirksamkeit, aber die kann man auch fördern, die kann man in der Schule fördern, aber auch im betrieblichen Setting. Da können wir nicht genug haben von diesem Gefühl, von dieser Selbstwirksamkeit. Ja, vielleicht, sorry, von mir auch. Ich habe ja auch schon das Zwischenveto auch gemacht und habe gesagt, wir haben ja sehr viele gesunde junge Erwachsene in unserer Gesellschaft und das ist ja auch eine sehr große Ressource. Aber diejenigen, die Unterstützung brauchen, sollten diese einfach bekommen. Und ich glaube, ohne das Aufzeigen geht es einfach nicht da drin und man muss einfach als Gesellschaft auch die Verantwortung für die junge Generation übernehmen. Ja, ich glaube auch, also das Pathologisieren, was wir ja schon hatten, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das nicht in einem Setting, wir versuchen das auch im Unternehmen, oder also weniger von den Erkrankungen zu sprechen, sondern es gibt verschiedene Belastungen, die sind auch immer unterschiedlich, aber es ist nicht immer gerade eine Erkrankung. Und sobald ich von Erkrankung spreche, generiere ich auf der Gegenseite allenfalls ein Therapeuten, der keiner ist, der das Gefühl hat, er muss nach einer Diagnose suchen, wenn er mit einem Menschen im Austausch ist, dem es vielleicht nicht gut geht. Und das soll nicht das Thema sein. Ich denke schon, nicht die Diagnose in den Vordergrund stellen, sondern mehr, wie geht es dem Menschen, wie empfindet der Mensch, wie es ihm geht. Und dann ist es zweitrangig, was ich glaube, ob er jetzt unter Stress steht oder nicht, sondern wichtig ist, wie geht es ihm selber. Und das dann ernst nehmen und ihn da dann unterstützen. Und dann spielt es keine Rolle, ob und was für eine, oder nur bedingt eine Rolle, ob und was für eine Diagnose dahinter steckt, sondern die Person möchte oder braucht eine Unterstützung. Und ich glaube, das darf man doch etwas, sage ich mal, nicht nur auf die Krankheit schieben. Gut, ich glaube, das war eine schöne Schlussrunde. Samira hat jetzt das letzte Wort. Was möchtest du noch sagen? Es ist jetzt ein riesiges Thema gewesen über psychische Gesundheit. Wir haben ganz viele Themen angekratzt, sage ich mal. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du das so gehört hast? Bist du zufrieden mit dem, was wir diskutiert haben? Ja, sehr ermutigend. Es ist schon ein enormer Unterschied zu meiner Kindheit, wie darüber gesprochen wird, also so eine Offenheit und auch verbreitetes Wissen, das hätte ich alles gebraucht und ich denke, das ist das Einzige, was es auch wirklich braucht. Mir ist noch aufgefallen, dass mit dem Diagnosen und allem, dass das auch tendenziell heutzutage viel zu stark fokussiert wird drauf und Stempel gegeben wird. Ich habe auch noch andere Diagnosen bekommen, welche ich nicht nennen möchte, aber ich denke nicht, dass es mir wirklich viel bringt, dass ich diese habe. Es war dort mal einfach gemacht worden für die IV, dass die IV weiß, das muss ernst genommen werden. Und ich denke, mehr als dass man einfach weiß, ich brauche vielleicht das und das, sollte das nicht verwendet werden, nicht zu eigener Identität machen, weil so macht man sich wirklich selber wie auf eine Art krank.
und im Kopf kommt man in so einen Modus, dass man sich als ein Opfer sieht. Und ich denke, das ist ein bisschen die Schwierigkeit von den Jungen, dass man zu sehr in die andere Richtung geht. Früher war es vielleicht, oh, niemand hat ein Problem, jeder hat Schwierigkeiten, du bist nicht krank, du brauchst keine Hilfe. Und jetzt ist, oh, jeder hat Trauma, jeder ist krank, jeder. Vor allem auf TikTok und Social Media wird das gepusht. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man die Rahmenbedingungen gibt, so, ah, du bekommst Hilfe, wenn du sie brauchst. Wir sind da zur Unterstützung, wenn du Hilfe brauchst. Aber trotzdem nicht zu fest einfach fokussiert auf, ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, du könntest vielleicht auch Probleme haben, wenn du vielleicht auch. Es reicht einfach, wenn die Rahmenbedingungen dort sind mit Verständnis, falls Probleme entstehen. Und schlussendlich denke ich, kann man auch zutrauen, dass die Jungen selber Verantwortung übernehmen und sich Hilfe holen. Also lernen sie es auch, dass sie immer noch für sich selbst verantwortlich sind und nicht der Lehrer genau herausfinden muss, welche Diagnose man jetzt bekommt oder so. Ich denke, es geht um ein Mittelmaß. Ja. So müssen wir es machen. Vielen Dank für dieses Statement. Und ja, ich danke euch allen für das engagierte Mitdiskutieren. Es war sehr spannend. Wir könnten noch ein Stückchen weitermachen. Ich hätte noch mehrere Fragen, aber die Zeit ist abgelaufen. Und ich danke auch den Zuschauern zu Hause. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir werden das Video nachher auf die Website stellen. Ihr findet das Video wieder auf www.schule-wirtschaft.ch und danke euch fürs Zuschauen.